Und weiter geht's hier bei der Viex-Beziehung mit eurem Krabbe und einer neuen Folge von Crosscode. Viel Spaß! Oh, da kommen ja immer gleich weitere aus dem Schnee. Kommen wir auch zu der einen Truhe, glaube ich zumindest. Ja. Eine Winterdorne, beziehungsweise drei Winterdornen. Nee, da ist nichts mehr. Könnten wir da runterspringen und alles kaputt machen oder hier runterspringen? Ja, springen wir mal da runter. Okay, Aufstieg 3 müssten wir jetzt zum Großteil erkundet haben. Nach Nordosten zum windigen Aufstieg möchte ich noch nicht. Erstmal die Zackenhöhen erkunden und den Wildpfad 3, den müssen wir, glaube ich, auch noch richtig erkunden. Mit euch hatten wir, ne? Ah, das haben wir auch schon teilweise erledigt. Wir haben das rohe Fleisch, wir haben die Winterdornen, nur der dritte Gegenstand, der fehlt uns noch. Na, was haben wir hier? Die Sammelquest haben wir. Da fehlt uns noch Karotto. Vielleicht ist das ein stärkerer Hase oder so. Warten wir es mal ab. Vielleicht kommt er irgendwo auf dem windigen Pfad. Brauchen noch einen Wegpunkt und eine Datensonde. 5 gefrorene Karotten. Und die Eiscreme, die können wir gleich. Genau, die können wir jetzt hier einlösen. Dann teleportieren wir uns einmal weg. Marktplatz, okay. Oh, wo haben wir den denn? Ich weiß leider auch nicht mehr, wer den wollte. Beziehungsweise wer das Eis wollte. Ach da. Oh, da hast du ja das Bergeneis. Vielen, vielen Dank. Und hier hast du deine Eiscreme. Iss nicht alles auf einmal, sonst kriegst du Kopfschmerzen.
Perfekt. Weißt du was? Sie hätten Bergeneis als Spezialität bezeichnen sollen. Das würde dann erklären, warum du so weit reisen musstest, um es zu besorgen. Die Menschen scheuen wirklich keinen Aufwand, wenn es sich um Spezialitäten handelt, oder? Naja, wie auch immer. Ich bin schließlich kein Spielentwickler. Ja, das dazu. Die Anzahl unserer Quests wird langsam weniger. Aber vielleicht bekommen wir hier neue Quests bei den... Nee. Bei den verschiedenen Gruppierungen gibt es noch keine neuen Quests. Aber wenn wir schon mal hier sind, könnten wir vielleicht ausrüstungsmäßig was verändern. Wir sind jetzt Level 17. Gibt's da irgendwelche guten Rüstungsgegenstände? Ein Helm, eine Weste, irgendwie sowas. Wir könnten auch noch eine zweite Rabaukenfaust herstellen. Können wir nicht. Achso, das ist in den Klammern, wird nur der Besitz angezeigt. Schade. Aber den brauchen wir nicht. Trendige Kopfhörer. Die können wir sogar herstellen. Ich schaue erstmal noch weiter, aber ich glaube, die merken wir uns schon mal vor. Trendige Kopfhörer und eine Dornjacke, die könnten wir auch herstellen. Merken wir uns auch. Und vielleicht die Katzentatzen. Können wir auch herstellen. Kostet natürlich auch einiges, aber wollen wir uns das nicht einfach mal gönnen? Man gönnt sich ja sonst nichts. Ah, die ganzen High-Level-Waffen und Westen und sowas. Dann schauen wir jetzt aber nochmal hier. Ne. Okay, dann kaufen wir jetzt die trendigen Kopfhörer, die Dornenjacke und die Katzentatzen. Ah ja, du hattest die Dornjacke, genau. Dann hätte ich gerne eine Dornenjacke. Ah, die erhöht die HP. Das finde ich gut. Dann haben wir jetzt die Dornenjacke. Und noch so ein paar Sachen hat die erhöht, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Die trendigen Kopfhörer verringern die HP wieder, erhöhen aber den Angriff, verringern die Verteidigung, erhöhen den Fokus, verringern die Feuerresistenz. Gut, wir sind im Bergentrail, da ist nicht viel mit Feuer. Aber erhöhen die Beinarbeit und Schütze. Ja, nehmen wir. Gut, dann jetzt noch die Treter.
Schauen wir noch mal eben ins Händlerbuch. Ständige Kopfhörer, Dornenjacke, Katzentatzen. Ach da, direkt daneben. Erhöht Blitzsprint, erhöht Volltreffer, verringert Beinarbeit. Können wir vielleicht so ein paar Sachen jetzt auch mal verkaufen? Eine zweite 17er Waffe kaufe ich jetzt erstmal nicht. Das wäre mir dann doch etwas zu teuer. Oder? Nee. Wir finden sicher das ein oder andere auf dem Weg und das machen wir nicht. Ihr verkauft ja nur Billigschrott. Verkaufen wir alle drei? Verkaufen wir erstmal zwei. Den kühlenden Schleier, er bringt natürlich die Feuerresistenz, den würde ich erstmal noch behalten. Falls es doch eine Situation gibt, in der man den gebrauchen könnte. Aber die Rinderrüstung und die Frontweste, die können beide weg. Und die flinken Sandalen auch. Die Sachen könnte man vielleicht auch verkaufen, die goldenen Beutel und sowas, aber solange wir nicht das Problem haben, dass wir das Geld benötigen, behalten wir das. Könnte man mit der Ausrüstung eigentlich auch so machen. Ja komm, wir behalten das erstmal. Wenn wir dann wirklich mal Geld brauchen, dann verkaufen wir das alles. Dann haben wir jetzt in Rookie Harbor aber auch alles erledigt. Also wieder zurück zum Bergentrail. Und mal schauen, ob wir jetzt eine bessere Defense haben. Ah, er setzt seine Hörner ein, ne? Nein, er ist gebrochen. Wir müssen ihn platt machen. Ha. Hallöchen. Aua. Oh oh, wir sind fast tot. Vielleicht sollten wir es mal ruhiger angehen lassen. Trotz neuer Rüstung fast tot. Auch eine Möglichkeit. Naja. Aber ich glaube, ich lege jetzt erstmal eine kleine Pause ein. Vielleicht nehme ich dann später nochmal auf. Ich habe nämlich jetzt 3 Stunden am Stück aufgenommen. Und wie gesagt, denkt dran, bei der einen Folge, ich glaube, es war Folge 32 oder so, da haben wir ja das mit der Zufallszahl gemacht. Und wenn ihr diese 8-stellige Zufallszahl richtig tippt, also wenn euer Kommentar unter Video 32 dem entspricht, was dann im
nächsten Video. Jetzt müsste ich mal überlegen. Moment. Wir haben jetzt 3 Stunden. Das werden dann, wenn wir das Orbi in 15-Minuten-Folgen aufteilen, werden das dann 12 Episoden sein. Hui. 12 Episoden. 4 pro Stunde. Das lässt sich ja sehen. Okay. Ja. Dann wäre die letzte Episode ja jetzt 42. Also das müsste jetzt die 42. sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und dann müsste in der 43. ja die Auflösung kommen, welche Zufallszahl es geworden ist. Ja. Also schauen wir mal, ob irgendjemand richtig tippt. Das wäre natürlich schon der Hammer bei so einer 8-stelligen Zahl. Aber es kann ja immer mal passieren. Und wie gesagt, jeder hat halt nur seinen einen Tipp und die gleiche Zahl, da können nicht verschiedene Leute drauf tippen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es so aussieht beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Das war es für heute auch schon wieder mit CrossCode. Schaut euch auch die Projekte der anderen 3 an und natürlich auch unsere gemeinsamen Projekte. Macht's gut!